Hallo zusammen. Vor gut 2 Monaten hatte ich in einem Video das Soundmodul MB Music Pro XS kurz vorgestellt. Inzwischen hat Michael Bixler dieses MIDI Soundmodul weiter modifiziert und, für uns interessant, für die Yamaha Keyboards optimiert. Zu diesem Modul erhält man einen USB-Stick. Den steckt man ganz einfach in das Yamaha Keyboard und schon werden die Sounds des Moduls im Display angezeigt. Ich kann die einzelnen Sounds anwählen. Hier seht ihr die Übersicht der ganzen Soundabteilungen. Und natürlich kann ich die gewählten Einstellungen im Registration Memory abspeichern. Die Daten des Sticks kann man natürlich auch in das Keyboard kopieren, dann benötigt man nicht mehr diesen mitgelieferten USB-Stick. Der Anschluss des Soundmoduls ist dank einer sehr guten Anleitung einfach und problemlos. Das Genus verbinden wir mit einem Standard-MIDI-Kabel aus dem Port MIDI A in den MIDI-In des Moduls. So werden die Tastenbefehle des Genos an das Modul übertragen und das Modul spielt die entsprechenden Töne. Damit man den Sound des Moduls auch hört, nutzt man dafür die beiden AUX-In-Eingänge des Keyboards. Es geht also aus den beiden Ausgängen des Moduls direkt in die AUX-In-Eingänge des Genos. Der Vorteil dieser Konfiguration ist, dass ich die Lautstärke des Moduls sehr komfortabel zum Beispiel über einen Schieberegler des Keyboards regeln kann. Nun noch das Modul mit Strom versorgen. Dazu nehmen wir einfach das Ladegerät unseres Handys und dann geht's gleich los mit Musik. Auch die MIDI-Einrichtung ist in der Anleitung sehr gut und einfach verständlich erklärt. Michael Bixler empfiehlt den Part 3 als Kanal für die Ansteuerung des Soundmoduls zu nehmen. Part 3 hat auch den MIDI-Kanal 3. Um die Tastenanschläge über MIDI-Kanal 3 zu senden, gehen wir über das Menü, Menü 2, MIDI-Einstellungen, Transmit. Und hier könnt ihr sehen, habe ich bereits den Part Reit 3 mit dem MIDI-Kanal 3 angewählt. Hier stellen wir die Kanalnummer ein. Alle anderen Kanäle müssen wir allerdings auf Off stellen. Beispiel auch hier, Off. Das gilt für alle Parts, genauso für die Multipads und auch für die Spuren des Styles. Zunächst einmal einige kurze Klangbeispiele. Ihr seht hier die einzelnen Soundabteilungen. Ich beginne mit dem Pianos, Classic Grand. Das CP. E-Pianos.
ein DX. Und zum Abschluss meiner kleinen Präsentation noch ein improvisierter Song, in dem ich für die Melodie der rechten Hand ausschließlich die Sounds aus dem Modul nutze, über Part 3.